Hey Leute und willkommen zu einem kleinen Video für zwischendurch. Und zwar ist das ein kleiner Test. Ich wollte nämlich nächste Saison, die komplette Saison, tippen. Spiele tippen, Prognosen abgeben von meiner Seite aus zu der ersten Bundesliga, zu der zweiten Bundesliga komplett, DFB-Pokal auch komplett, Champions und Europa League ab und zu mal bei krasseren Spielen oder Spielen, die mich halt interessieren. Da möchte ich aber jetzt nicht jedes einzelne Spiel zum Beispiel tippen. Aber ich wollte das Ganze einfach mal testen, weil wenn ich jetzt nächste Saison einfach anfange und ihr das alle scheiße findet, dann muss ich es quasi die ganze Saison durchziehen. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, es sind noch ein paar Spiele. Der letzte Bundesligaspieltag, der letzte Spieltag der zweiten Bundesliga, DFB-Pokalfinale, Europa-League-Finale, Champions-League-Finale. Es sind noch krasse Spiele dabei und ich werde jedes einzelne von denen, was ich gerade aufgezählt habe, tippen. Und ihr könnt dabei gerne mitmachen. Das Ganze, sei dazu gesagt, ist keine Kooperation mit dieser wunderbaren Seite hier. Allerdings habe ich diese Seite gefunden. Da könnt ihr nämlich kostenlos, ohne was einzusetzen, tippen. Ich habe mir hier eine Tippgruppe erstellt. Meine Tippgruppe heißt MyCatsPlay. Eben werden hier Champions League, DFB-Pokal, Europa League, zweite Bundesliga und erste Bundesliga getippt. Um der ganzen Sache beizutreten, also wenn ihr auch mittippen wollt, dann geht doch mal einfach in die Videobeschreibung von diesem Video, klickt auf den ersten Link, denn hier steht, ihr wollt mit mir zusammen tippen, dann meldet euch hier an und tretet MyCatsPlay bei. Dann kommt ihr eben zu diesem Link, wenn ihr da drauf drückt, dann könnt ihr euch bei dieser Seite anmelden. Das hier ist meine Tippgruppe, ich weiß nicht ganz genau, ob ihr selber beitreten könnt oder ob ich euch da quasi mit reinholen muss. Aber wie gesagt, sobald ihr euch bei der Seite anmeldet, seid ihr quasi registriert als mein Freund. Also ihr müsst unbedingt diesen Link hier nehmen von der Videobeschreibung, weil sonst seid ihr nicht unter quasi meinem Freund registriert. Und wenn ihr unter meinen Freunden registriert seid, dann kann ich euch eben auch ganz easy peasy hier in die Gruppe mit einladen. Und dann könnt ihr quasi mit mir so ein bisschen um die Wette tippen. Klar, wir wetten hier nicht irgendwie um Geld oder sowas, aber einfach ganz entspannt. Man kann hier auch im Gruppenchat ab und zu mal was schreiben. Da können wir dann ein bisschen hier chatten. Da schreibe ich jetzt Hi rein, was irgendwo da stehen müsste eigentlich. Aber es ist ja eh kein Mitglied hier drin, nur ich. Das ist eben mein Profil. Ich habe es leider nicht hinbekommen, das Profilbild und das Banner hier einzufügen. Da hat die Seite irgendwie rumgemeckert. So, und dann könnt ihr hier unten den Wettbewerb wählen und lostippen, so wie es hier auch steht. Das DFB-Pokal, Champions League und Europa League Finale werden wir in diesem heutigen Video nicht tippen, da das ja erst in ungefähr 2 Wochen ist. Da wird es dann nochmal ein extra Video zu geben, aber heute werden wir Bundesliga, die erste Bundesliga und die zweite Bundesliga die Tipps abgeben. Wie gesagt, benutzt auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung, dann kann ich euch mit in die Gruppe hier einladen und dann könnt ihr hier quasi auch mittippen. Das wäre mega, mega cool. So Leute, wir gehen rein in die zweite Liga. Damit fangen wir an. Danach kommt die erste Liga. Ich habe mir einen kleinen Spickzettel geschrieben. Ich habe mir nämlich schon Gedanken gemacht. Das werde ich in Zukunft nicht machen. Allerdings habe ich mir schon im Hinterkopf gedacht, okay, das Video wird wahrscheinlich länger, weil ich noch alles erklären muss. Ist es ja auch. Ich will das eigentlich mega kurz halten. Am besten unter 5 Minuten. Hat heute wahrscheinlich nicht geklappt, aber egal. Deswegen habe ich mir schon ein paar Tipps aufgeschrieben. Fürs erste Spiel, was hier angezeigt wird, Magdeburg gegen den ersten FC Köln. Wird ein interessantes Spiel, da die Kölner in letzter Zeit ein bisschen schwanken, würde ich sagen. Aber ich denke, hier gegen Magdeburg wird das, es wird zwar nicht einfach, aber es wird trotzdem eine Sache, die Köln machen könnte. Mit 2:1, ein bisschen knapper, aber ich denke, das kriegen sie auf jeden Fall so hin. Kiel gegen Bielefeld. Es geht für beide um eigentlich nicht mehr viel und beide sind auch nicht so die Monstermannschaften, finde ich, meiner Meinung nach. Man sieht ja auch hier die Tabelle, also es kann nicht mehr viel passieren. Also ich denke einfach mal, das wird ein entspanntes Unentschieden. 1:1. Hamburg gegen Duisburg. Mega interessant. Hamburg scheiße gespielt in letzter Zeit. Haben eine Tordifferenz von 0, wenn ich das hier richtig erkennen kann.
haben 53 Punkte und können nicht mehr aufsteigen, was ich ziemlich, ziemlich lustig finde. Sorry an alle Hamburg-Fans oder auch allgemein an alle Fans. Ich will hier niemanden irgendwie damit angreifen oder so mit meinen Tipps. Das sind einfach meine persönlichen Tipps. Ich denke, Hamburg wird richtig, richtig Gas geben, dass sie hier nochmal zum Ende hin ein gutes Spiel abliefern. Duisburg, letzter Platz, wird sich aber nicht so einfach geschlagen geben. Das letzte Spiel war nämlich auch ziemlich krass. Da hat Duisburg nämlich 3:4 verloren gegen Heidenheim. Heidenheim eigentlich auch eine Mannschaft, die echt gut ist. Und 3:4 ist auf jeden Fall eine ordentliche Leistung. Deswegen sage ich auch hier, wird es Tore regnen. 3:3, mein Tipp. Bochum gegen Berlin. Für Berlin geht es um viel, denn die können mit 3 Punkten den Relegationsplatz auf jeden Fall sichern. Den haben sie eigentlich schon so gut wie sicher, aber sie müssen auf jeden Fall 3 Punkte holen, um überhaupt die Chance zu haben, auf Platz 2, auf den direkten Aufstiegsplatz zu kommen. Dafür müssen sie eben, wie gesagt, gewinnen. Und ich denke, das werden sie sich gegen Bochum nicht nehmen lassen, auch wenn die es ihnen nicht einfach machen. Mein Tipp, 2:1. Heidenheim gegen die Schanze. Heidenheim im letzten Spiel 4 Tore gemacht, gegen Duisburg eben. Die Schanzer, die Ingolstädter, waren aber auch ziemlich, ziemlich gut in den letzten Spielen. Immer mal wieder gewonnen, beziehungsweise immer gewonnen die letzten paar Spiele, immer 3:0, glaube ich. Also die werden auf jeden Fall nochmal Gas geben, vor allem, weil sie eben bei einer Niederlage von Sandhausen vorbeiziehen können. Je nachdem, wie viel Tore Ingolstadt schießt, würde es sogar reichen, wenn Sandhausen unentschieden spielt, dann könnten sie trotzdem vorbeiziehen. Das ist echt, echt krass und da wird sich Ingolstadt nochmal richtig reinhängen. Es muss schon meiner Meinung nach Sandhausen verlieren, also ein Unentschieden wird nicht reichen, weil Ingolstadt nicht so viele Tore schießen wird gegen Heidenheim, aber auch hier tippe ich auf ein 1:2. Immerhin die 3 Punkte drin, das ist auf jeden Fall super. Sandhausen müsste laut meiner Prognose aber verlieren gegen Regensburg, damit Ingolstadt noch vorbeikommt, Sandhausen auf dem Relegationsplatz ist. Sollte von meiner Seite aus aber gar kein Problem sein, weil Regensburg echt stark ist und sich auch gegen Sandhausen nichts nehmen lassen wird. Mein Tipp ist 4:1. Das Spiel, wo ich selber wieder im Stadion sein werde. Hier sind die 3 Karten. Ja, ich gehe da mit 2 Kumpels rein. Das wird interessant. Ich denke, die Fürther werden nochmal einen Sieg holen. Wenn ich im Stadion war, war das eigentlich oft so. Ich hoffe, es wird kein 0-0. Das kann irgendwie auch sein. Das kann ich mir irgendwie vorstellen. Ich war halt schon öfter jetzt bei den Fürthern im Stadion und ich hatte noch nie ein 0-0 miterlebt und ich will es auch nicht miterleben. Also ich will wenigstens ein Tor mal sehen. Das ist schon ganz nett. Und ich denke auch, dass die Fürther gewinnen werden. Wenn sie gewinnen, dann ist das das typische Ergebnis von 2:1. Darmstadt gegen Aue. Darmstadt relativ cool in letzter Zeit, würde ich mal einschätzen. Aue so, naja, ich würde sagen, das wird eine deutlichere Geschichte von 3:0. Und das letzte Spiel wird noch ein bisschen deutlicher. Dresden ist wirklich nicht so gut drauf diese Saison, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe nicht alle Spiele von denen verfolgt, definitiv nicht. In der zweiten Liga interessieren mich eher andere Mannschaften, vor allem auch Fürth wegen Karten und so und immer mal wieder drin. Ja, ich finde Paderborn ist eine super Mannschaft, die haben das echt gut gemacht diese Saison. Sind auch mit 75 Toren ordentlich gut dabei. 57 Punkte, auch sie müssen gewinnen, um den direkten Aufstiegsplatz zu sichern, weil Union Berlin laut meiner Prognose ja gewinnen würde. Und das heißt, die ziehen an Paderborn vorbei. Deswegen muss Paderborn auf jeden Fall nachziehen. Das werden sie gegen Dresden auf jeden Fall tun. Bei Dresden bleibt die 0, bei Paderborn die 4. Wir gehen weiter in die Bundesliga. Da wird es nämlich mega, mega spannend. Meisterrennen wird noch entschieden. Die Euro-Plätze, die Champions-League-Plätze, alles noch nicht sicher. Das wird verrückt. Mainz gegen Hoffenheim. Für Mainz geht es nicht mehr um viel, es geht ein bisschen um die Ehre eher. Sind auf jeden Fall Platz 12, wenn wie gesagt nicht besser. Hoffenheim muss auf jeden Fall gewinnen und sogar nicht aus eigener Kraft, sondern sie müssen sogar darauf hoffen, dass Wolfsburg oder so oder Frankfurt verkackt, damit sie eben noch in die Euroleague kommen. Wird
mega, mega schwierig, vor allem für Hoffenheim. Und ich denke, dass sie den Druck nicht standhalten können. Also Hoffenheim eigentlich eine gute Mannschaft, muss man echt sagen. Und ich könnte auch mir vorstellen, dass sie hier hoch gewinnen. Aber ich denke, dass die Mainzer ziemlich, ziemlich gut drauf sind. Und ich weiß, kann mich erinnern, sie haben nicht lange her gegen Leipzig gespielt, haben da ein 3-3 rausgeholt. Und Leipzig ist ja auch eine Mannschaft, wo man eigentlich sagt, Alter, die sind echt gut, diese Saison sowieso. Ich weiß nicht, Mainz darf man nicht unterschätzen, deswegen sage ich, sie gewinnen zu Hause am letzten Spieltag mit 3-2. Gladbach gegen Dortmund. Es geht um den Titel. Das ist Fakt. Dortmund kann nämlich immer noch Meister werden. Gladbach müsste gewinnen, um in der Champions League zu bleiben, je nachdem, was die anderen Mannschaften machen, und ist auch nicht ungefährdet. Also ich meine, wenn Wolfsburg gewinnt, wären die auch bei 55 Punkten, wenn sie hoch gewinnen, und wenn Frankfurt auch irgendwie gewinnt, dann kann es bei ganz, ganz schwierigen Situationen passieren, dass sie sogar noch runterrutschen, wenn ich mich da jetzt nicht täusche, dass sie einfach gar nicht mehr, nicht mal mehr in der Europa League spielen. Deswegen müssen beide Gas geben und deswegen würde ich sagen, wird es auch ein verdammt knappes Spiel. Je nachdem, was in München passiert, das kriegen die natürlich auch mit, wird sich dann nochmal was verändern. Ich würde einfach mal davon ausgehen, dass es aber ein Unentschieden bleibt. Und ich denke einfach mal, dass es 2-2 ausgehen wird. Hertha gegen Leverkusen wird ein bisschen eine deutlichere Geschichte. Leverkusen in letzter Zeit echt wieder richtig, richtig gut. Aber auch Frankfurt vor 2 Spieltagen, glaube ich, richtig zerstört einfach. Und ja, Mainz übrigens hat auch gegen Frankfurt gewonnen, also das ist auch, ja, beachtlich. Jedenfalls muss ich sagen, dass Leverkusen wahrscheinlich das Ding gewinnen wird. Sie wollen natürlich in die Champions League, Gladbach wird es nicht mehr schaffen, laut meinem Tipp. Die Hertha wird sich auch nicht lassen, die werden sich auch definitiv anstrengen, deswegen sage ich, sie schießen 2 Tore, aber Leverkusen legt auf jeden Fall ordentlich eine Schippe drauf und ich sage, sie schießen 5 Tore, 2-5, 7 Tore in einem Spiel, da wird's abgehen. Das ist natürlich ein bisschen optimistisch von mir, dafür wird's im nächsten Spiel enger. Bremen Sieg Pflicht, wenn sie es überhaupt noch schaffen können. Ich glaube nicht, dass es Bremen in die Euroleague schafft, aber ja, dann ist auf jeden Fall Sieg Pflicht. Leipzig, okay, die sind eigentlich ziemlich sicher auf Platz 3, also da kann eigentlich gar nichts mehr passieren. Und deswegen denke ich, dass sie auch nicht so krass auf Sieg spielen werden und Bremen es nicht ganz schaffen wird. 1-1, kleineres Ergebnis. Ist in Ordnung. Schalke gegen Stuttgart. Stuttgart hat gut gespielt in letzter Zeit und die werden gegen Schalke nochmal alles probieren. Vor allem, okay, der Relegationsplatz ist sicher durch den 3-0-Sieg letztens gegen Wolfsburg, aber daran möchten sie natürlich anknüpfen und ihren Fans zeigen, hey, wir sind doch gar nicht so scheiße. Und das ist ja auch oft so, dass Stuttgart am Ende doch gar nicht so scheiße ist. Würde auch aufbauen für die Relegation. Ich würde sagen, Schalke bleibt bei den 0 Toren und Stuttgart erzielt 2. Das Hammer, mega, super, duper krasseste Spiel an diesem Spieltag ist natürlich Bayern gegen Frankfurt. Das wird spannend, das wird mega spannend. In Dortmund wird immer mal wieder durchgesagt, was da so passiert, also halt von Dortmund nach Bayern. Dortmund wird wahrscheinlich in Führung gehen, schätze ich mal, und Gladbach dann eher ausgleichen. Deswegen müssen die Bayern auf jeden Fall Gas geben und werden meiner Ansicht nach 3 Tore schießen. Aber wenn ich sage, es wird spannend, dann macht Frankfurt auch 2, Endstand 3-2. Um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, schauen wir mal auf die letzten 3 Tipps ein bisschen schneller. Wolfsburg wird das ganze Ding rocken mit 2-1, da es wie gesagt auch für Wolfsburg um einiges geht. Und Augsburg, naja, die sind nicht so stark und werden das Ganze auch nicht schaffen. Vor allem Schalke wird wahrscheinlich auch nicht gewinnen, also ist der Platz auch relativ sicher. 2-1 an dieser Stelle. Fortuna Düsseldorf, eine Wahnsinnsmannschaft, die auch hier im letzten Spiel gegen Hannover, obwohl Hannover letztens gewonnen hat, nochmal alles geben will und wird und deswegen ein höheres Ergebnis erzielen wird, als es jeder denkt, und zwar 4-1. Und der Club, Leute, der Club, die Nembercher, das wird nix. Das wird auch im letzten Spiel nix. Das tut mir leid, aber es wird nix. Und Freiburg muss auch mal wieder gewinnen. 3-1, hier mein
Tipp. Das war's auf jeden Fall von diesem Video. Wie gesagt, wenn ihr euch solche Videos in der nächsten Saison wünscht, würde mich das freuen, weil ich das echt gerne machen würde. Vielleicht noch ein bisschen mit mehr Aufwand, vielleicht noch kürzer gehalten. Alles kein Problem, das werde ich schon irgendwie hinkriegen. Ich würde sagen, schaut auf jeden Fall bei dem Link vorbei. Schaut auf jeden Fall auch beim nächsten Video vorbei. Und dann würde ich sagen, lasst mir das Daumen, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.